Das ist Puls. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Heute haben wir die Themen für Sie. Rückenschmerzen. Nur wenn das Training Spaß macht, kann es erfolgreich sein. Fit im Team. Erste Schwierigkeiten auf dem Weg zum Grand Prix von Bern. Alzheimer. Kein Durchbruch in Sicht. Jahrzehntelange Forschung am Scheideweg. Der Mann da, das ist der Alois Alzheimer. Das ist ein Nervenarzt, der 1906 die Krankheit entdeckt hat, die heute zu den grössten gesundheitlichen Bedrohungen für unsere Gesellschaft zählt. Die Alzheimer-Krankheit, die kann man immer noch nicht heilen. Und man fragt sich unterdessen auch, ob man recht jahrzehntelang in der Forschung auf einer falschen Fährte war. Im hohen Alter trifft es fast jeden Dritten. Meist kaum merklich, denn Alzheimer kommt schleichend. Ob es sich aber wirklich um Alzheimer handelt, wenn das Hirn nachlässt, niemand kann das sicher sagen. Zum Test lösen Betroffene verschiedene Aufgaben. Danach kann aus einer Vermutung ein Verdacht werden. Erst der Blick ins Hirn bestätigt den Zerfall von Hirngewebe, der so typisch ist für Alzheimer. Ein gesundes Hirn wiegt etwa 1,4 Kilogramm. Bei fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit ist es geschrumpft. Wiegt gut 10% weniger. Auf der Suche nach einer Ursache für diesen Schrumpfungsprozess hatte man lange diese bräunlichen Ablagerungen im Verdacht, sogenannte Alzheimer-Plaque, bestehend aus einem speziellen Eiweiß, Beta-Amyloid. Das lagert sich außen auf den Gehirnzellen ab und lässt sie absterben. In Tierversuchen gelang vor 15 Jahren der vermeintliche Durchbruch. Eine Impfung gegen das krankmachende Eiweiß stoppte das Wachstum der Plaque. Und Mäuse entwickelten keine Alzheimer-Anzeichen mehr. Goldgräberstimmung in der Alzheimer-Forschung. Reto Kressig erinnert sich. Ja, natürlich die grosse Hoffnung sofort. Wir haben es gefunden. Wir haben endlich etwas Wirksames, die Krankheit zu behandeln, zum Stoppen zu bringen. Das war sicher der erste Gedanke. Und die Frage natürlich, ob das Beta-Amyloid dann, wenn man es entfernt, auch tatsächlich dazu führt, dass sich die Hirnleistung, also unser Denken und unsere Hirnmöglichkeiten verbessern. Ja, das habe ich auch angenommen, dass das automatisch eigentlich mit dem geht. Und diesbezüglich, glaube ich, bin ich auch nicht der Einzige, der das so angenommen hat. Und bei den Mäusen hat es auch funktioniert. Die sind kognitiv besser geworden. Und dass es beim Menschen eben nicht besser geworden ist, das wissen wir jetzt seit ein paar Jahren, wo doch sehr viele Impfstudien sind abgebrochen worden. Das ernüchternde Fazit der vergangenen 10 Jahre. Trotz 413 getesteter Wirkstoffe praktisch keine wirksamen Substanzen gegen Alzheimer. Nach wie vor können die verfügbaren Medikamente bestenfalls die Auswirkungen des schleichenden Verfalls der Hirnzellen verzögern. Jetzt sucht man andere Wege, dem Rätsel Alzheimer auf die Spur zu kommen. Einer der Favoriten der neueren Hirnforschung dabei, das altbekannte, aber vielleicht lange unterschätzte Tau-Protein. Tau-Proteine lassen sich in den absterbenden Nervenzellen regelmäßig nachweisen, oft sogar lange bevor Plaque entsteht. Das Tau-Protein bietet für die Neuropsychologin Kirsten Taylor eine vielversprechende Perspektive, um die Krankheitsvorgänge bei Alzheimer zu verstehen. Also die Neurofibrillen sind Verklumpungen von abnormen Tau-Proteinen innerhalb der Nervenzelle. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil es ist ein langsamer pathologischer Prozess, was die Nervenzelle peu à peu kaputt macht, bis es eben stirbt. Das heißt, in den meisten Fällen von einer Alzheimer-Krankheit fährt die Tau-Pathologie im Großhirn in einem bestimmten Areal im Hirn an. Und Sie sehen, mit voranschreitender Krankheit breitet sich der Tau weiter und weiter aus. Tau-Fibrillen. Ein wiederentdeckter Forschungsansatz. Aber keineswegs der einzige. Wir denken, dass es auch andere Ansätze gibt, die durchaus eine Chance haben, wirksam zu sein. Ich denke vor allem an Ansätze, wo man die Entzündung, die bei der Alzheimer-Erkrankung im Hirn auftritt, bekämpft. Doch von der Euphorie vor 15 Jahren sind die Forscher mittlerweile geheilt.
absolut zurück zum Start, aber mit all dem Wissen, wo man jetzt durch die Beta-Amyloid-Forschung inzwischen gewonnen hat. Man weiß heute viel über die Alzheimer-Krankheit. Nur, wie man den Betroffenen wirksam helfen kann, das weiß nach wie vor niemand. Wie die Krankheit wirklich entsteht, wie schnell sie fortschreitet, da ist man kaum weiter als Alois Alzheimer vor 100 Jahren. Und das, obwohl man doch einiges herausgefunden hat unterdessen. Ja, das ist halt das Wesen der Forschung. Man hat mal eine Idee und folgt deren. Und da hat man jetzt nach relativ langer Zeit gemerkt, man ist auf einem falschen Weg. Man muss irgendeinen anderen Weg suchen. Man weiss, man muss wirklich zurückgehen an den Start bezüglich der Ursachen. Hingegen über den Verlauf der Krankheit, den Umgang mit den Patienten und auch, was das die Krankheit für soziale Auswirkungen für die Betroffenen und die Angehörigen hat, da weiss man viel, viel mehr. Also das heisst, man steht aber dieser Krankheit nicht gänzlich hilflos gegenüber? Oder? Nein, das ist wirklich nicht eine Hilflosigkeit. Man kann zwar den Definitivverlauf schlussendlich nicht beeinflussen, aber man kann vorher schauen, mit den jetzigen Medikamenten machen, dass dann auch Auswirkungen für einen Patienten können gemildert werden, dass er vielleicht weniger aggressiv ist, durch das auch länger kann die Heim gepflegt werden. Man hat auch viel bessere Angebote in der Pflege, so durch Spitex. Und dann hat man ganz klare Hinweise auch heutzutage, dass man mit einer gesunden Ernährung, viel Bewegung und auch geistiger Aktivität nachher den Verlauf doch ein bisschen günstiger beeinflussen kann. Danke, Thomas Grisling. Und jetzt ist unser Rückgrat gefordert. Das ist nämlich bei vielen ein bisschen ein Schwachpunkt. 4 von 10 Personen dürften jetzt gerade in diesem Moment Rückenweh haben. Und das, obwohl sie keine Bandscheibenprobleme haben und auch sonst keine klare Ursache erkennbar ist. Es sind nämlich die sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen, die zu den häufigsten körperlichen Beschwerden von Herr und Frau Schweizer gehören. Volksleiden Rückenschmerz. Rita Jehle, Rüdiger Kaiser und Elfi Groß leiden daran. Rita Jehle, die Hobbyfotografin im Zürcher Kulturama, Auge in Auge mit ihrem Rückenleiden. Das ist jetzt genau der Bereich, wo mir wehtut. Der Schmerz, der kommt im Bereich der Brustwirbelsäule, wo stechend ist und manchmal auch dumpf. Und durch das habe ich den Tag aus Schmerzen, ich habe die Nacht Schmerzen und auch morgen beim Aufstehen. Es sieht zwar nicht danach aus, aber der stechende Rückenschmerz ist auch Rüdiger Kaisers wiederkehrender Begleiter. Tennis spielen geht nur mit Schmerzmitteln. Denn seit 2 Jahren fällt ihm sein Kreuz immer wieder in den Rücken. Es ist immer ein kurzes Stechen. Gerade beim Abstoppen oder wenn eine unvorhergesehene Bewegung ist, dann es ist wie ein Stechen im unteren Rückenbereich. Ein Kreuz mit dem Kreuz hat auch die 74-jährige Elfi Groß. Vor allem das Bücken bereitet ihr Mühe. Sie lässt größte Vorsicht walten und schont sich auch gerne. Steche nicht, aber es zieht. Fängt da hinten an zu ziehen. Genau da im Kreuzzone. Und dann muss ich einfach schauen, oder dass ich anders dann anstehe. Das merke ich selber dann auch. Falsche Körperhaltung, einseitige Belastung, langes Sitzen oder Stehen. Mögliche Auslöser für unspezifische Rückenschmerzen gibt es viele. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Ursachensuche. Die Ärzte haben bei mir keine Diagnose feststellen. Es hat MRI stattgefunden. Da ist nichts festgestellt worden, dass irgendwo am Knochenbau etwas beschädigt worden ist. Dass es eben im Moment eigentlich für mich der Punkt ist, ich muss damit leben. Ja, und das muss eben nicht unbedingt sein. Was hinter diesen unspezifischen Rückenschmerzen steckt, wie man es behandeln kann, wie man es verhindern kann, all das schauen wir jetzt an. Und wir haben auch Rückenspezialisten bei uns, die Sie bis um 11 Uhr befragen können. Am Beratungstelefon auf 0848 00 23 23 und im Expertenchat über srf.ch/puls. Und unser Experte im Studio ist Andreas Klipstein, Rheumatolog am Zentrum für Arbeitsmedizin in Zürich. Das sind jetzt wirklich sehr unspezifische Schilderungen gewesen, die wir gehört haben. Das Stechen, Ziehen, mal da, mal dort. Kann man das dann irgendwie charakterisieren, fassen? Nein, es ist eigentlich sehr typisch, dass es eben sehr verschieden ist, dass es sehr
mal so auftaucht. Was so ein bisschen typisch ist dabei, ist, dass Rückenschmerzen immer wieder kommen. Das ist so ein Hauptcharakteristikum. Und dass sie sich verschiedene manifestieren. Gewisse Belastungsbewegungsabhängigkeit. Aber um es genau herauszufinden, bleibt dann nichts anderes übrig, als zuerst mal alles andere auszuschliessen. Ja, wir haben etwa, vielleicht etwa 10% der Rückenschmerzen, die haben irgendeine sogenannte spezifische Ursache. Eine Entzündung, chronische als häufigster Teil. Ein Knochenschwund. Vielleicht auch mal am Knochen sonst irgendeine Problematik. Und dort geht es darum, dass man eigentlich in der frühen Phase das rausschafft. Die sind eben typischerweise nicht einfach belastungsbewegungsabhängig oder tritt nur so periodisch auf. Das sind in der Regel Durchschmerzen, die Nacht auch typisch sind und so weiter. Und die muss man abklären, weil dort gibt es heute häufig Behandlungsmöglichkeiten. Aber eben bei 4 von 10 sind es eben die unspezifischen Schmerzen. Und warum haben das so viele? Ja, es ist noch schwierig. Es hat gibt verschiedene Ursachen. Oder respektive die Ursachen kommen wahrscheinlich immer verschiedene Sachen zusammen. Aber was man weiss, ist, dass die Muskulatur eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil der Rücken ist ein Organ, das sich einerseits muss bewegen muss, aber andererseits muss irgendwie die Wirbel auch zusammengehebt werden. Oder? Ja, dann schauen wir uns doch gerade mal an, wie die Rückenmuskulatur aufgebaut ist. Kräftige Muskelpakete für große Kraftakte. Sie überbrücken ganze Abschnitte unserer Wirbelsäule und sind in mehreren Schichten angeordnet. Ganz in der Tiefe aber verbinden viele kleine Muskeln die einzelnen Wirbel. Diese Tiefenmuskulatur können wir bewusst gar nicht ansteuern, und doch ist sie für die Feinabstimmung des Rückens unverzichtbar. Und was haben die Muskeln jetzt mit den Schmerzen zu tun? Ja, wie gesagt, es ist manchmal schwierig herauszufinden, was das ganz genau liegt. Aber wenn man jetzt an einem Gelenk zum Beispiel etwas in der Wirbelsäule hat oder auch an einer Bandscheibe, dann gibt das einen Schmerz. Und der Schmerz führt dazu, dass sich nachher die Muskeln verspannen. Umgekehrt sind aber auch, wenn die Muskeln selber zu wenig stark sind, haben die einen Einfluss darauf, dass eben mehr Probleme von einem Gelenk oder von einer Bandscheibe kommen können. Ist also wirklich ein Gestell verzogen. Genau. Jetzt kann man das eben willentlich die Muskeln ja nicht selber anspannen. Was kann man jetzt machen? Also Bewegung ist einfach mal so und so. Und wenn man die Bewegung noch halt irgendwie kombinieren mit dem, dass die Muskulatur auch mal müde wird, sonst reagiert sie eben nicht, dass man verschiedene Reize setzt, dass das nicht immer das Gleiche ist, sondern dass man die immer wieder mal abwechselt und so, das ist eigentlich das, was etwas bringt und vor allem, wenn man es regelmäßig macht. Und eben viele Leute wissen eigentlich schon recht gut, was ihrem Rücken gut tut. Aber es ist das Gleiche wie anderswo im Leben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss sich eben motivieren dazu, weil an der Trainingsmethode fehlt es nicht. Das ist ein Gymnastikball mit Sand drin. Rückenpatientin Rita Jähle hat bereits viele verschiedene Anläufe genommen, ihre Rückenmuskulatur auf Vordermann zu bringen. Sandgymnastikball, Fitnessmatte, Theraband, Pilatesring. Dann habe ich meine Black Roll. Eine Kunststoffrolle zur Muskelkräftigung und Entspannung. Ja, und dann habe ich noch andere Sachen. Mit dem Kauf der Gerätschaften alleine ist der Rücken aber noch nicht trainiert. Es mangelt vor allem an einem: an der Zeit. Und manchmal auch eben andere Sachen, die ich halt lieber mache. Oder ich bin einmal krank geworden, hatte eine Erkältung und konnte nachher dann nicht mehr anfangen mit dem, weil ich einfach, ja, ich konnte den inneren Schweinehund nicht überwinden. Und so geht es mir auch mit der Situation, dass ich das Theraband an der Tür hängen kann. Und das hängt dort und es hängt gut. Ja. Und die Sachen sind da drin, damit sie nicht so schnell verstauben. Auch diese Wirbelsäule müsste gestärkt werden. Rüdiger Kaiser wurden Schmerzmittel und Krankengymnastik verschrieben. Auch bei ihm zu Hause finden sich deshalb zumindest Spuren des heimatlichen Rückentrainings. Hier wäre der Gymnastikball. Der wird so viel genutzt. Glaube ich, nicht so viel genutzt. Ja, ist einfach so, dass die Motivation nachlässt daheim. Und wenn man den ganzen Tag auch arbeitet, dann muss man daheim den inneren Schweinehund überwinden. Und ja, also man sieht auch die Matte, sie wird nicht häufig genutzt. Die Luft ist schnell draußen, wenn es um Rückentraining geht.
Ein Problem, denn vom Nichtstun verschwinden die Rückenschmerzen nicht. Abwarten und Tee trinken auch bei Elfi Groß. Sie hat trotz Schmerzen immer den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Die Schmerzen waren sehr gross. Aber dann sind sie, wenn ich jetzt einen Hexenschuss hatte, dann sind sie zum Arzt. Und dann, was hat er gemacht? Eine Spritze oder Tabletten. Und dann hat es wieder bessert. Und dann haben sie wieder so weitergelebt. Ohne eigentlich sich stark zu bewegen. Und das ist wahrscheinlich eben ein grosser Fehler. Auf diese Einsicht ließ sie bis jetzt keine Taten folgen. Ihr Rücken quält sie deshalb fast jeden Tag. So einzig nie ein Rückentraining gemacht? Ja, ich habe niemanden gekannt oder kein ADS gehabt, um etwas zu machen. Also bis jetzt hat uns niemand einen Rat gegeben, was man machen soll. Und hat es nicht auch etwas gefehlt an der Lust zur Bewegung und so? Ja, vielleicht schon auch. Ja, eher. Ich glaube, so geht es doch noch Mengen, oder? Dass man nicht immer Lust hat aufs Training, das kennt man. Aber täuscht das vielleicht oder ist es beim Rücken, dass sich da die Lust aufs Training besonders in Grenzen behaltet? Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, Zähneputzen lernen wir halt als kleine Kind. Das muss man halt morgen, Mittag, Abend machen und nach dem Essen sowieso. Und mit dem Rücken ist das natürlich halt, bei diesen Sachen ist es halt nicht so. Früher hat man vielleicht gewisse Aktivitäten ein bisschen mehr im Alltag rein als Kind, als man das heute hat. Aber es ist schon, es ist nicht alles ein Alltag. Ja, man sieht dann halt auch nicht irgendwelche Muckis, oder, wenn man den Rücken trainiert. Aber was raten Sie denn Ihren Leuten, wie man sich besser motivieren kann? Also, ich denke, es kommt ja darauf an, wie man ist. Aber ein gutes Mittel ist, wenn man etwas zusammen macht, also einen sozialen Aspekt hineinbringt. Oder? Ein anderes Mittel ist, wenn man es irgendwie in den Alltag integrieren, dass man es verknüpft mit Tätigkeiten, die man sowieso macht. Oder? Und dann muss man sich manchmal irgendwie noch ein bisschen helfen, mit sich halt Memos setzen und eine gewisse Regelmäßigkeit hineinbringen. So ein Stundenplan als Zähneputzen. Ja, genau. Und eben etwas finden, das eben auch Spass macht, genau. Freude macht. Und genau das haben auch unsere drei Rückenpatienten gemacht. Sie haben sich aus dem breiten Angebot etwas herausgepickt, was sie sich vorstellen könnten, dass es ihnen Spass macht. Und wir haben sie dann zum ersten Training begleitet. Rita Jehle will ihr Rückgrat mit Hula Hoop in Schwung bringen. Rüdiger Kaiser setzt auf Technik und trainiert mit Tablet und Bewegungssensoren. Und Elfi Groß mag es spielerisch weich mit dem Gymnastikball. Bewegung statt Schonung, so lautet die Devise ab jetzt für Elfi Groß. Den ersten Anlauf macht sie im Gymnastikballtraining der Klinik Valenz. Aller Anfang ist schwer, gerade weil die 74-Jährige Zeit ihres Lebens nie viel Sport gemacht hat. Entsprechend intensiv betreut sie Therapeut Peter Oesch. Und abstellen. Mit welchen Muskeln müssen Sie hier arbeiten? Da. Dort und wo noch? Da. Genau, das ist für den Bauch. Streng? Ja, das ist streng. Gellen Sie? Ja. Aber ich merke. Super für den Bauch. Da. Probieren Sie noch mal. Nicht nur der Rücken. Beim Training werden die Muskeln des gesamten Körpers trainiert. Elfi Groß ist gefordert. Immer lächeln dazu. Oh. Auf und ab. Vorteile sind, dass der Gymnastikball Reaktion verlangt. Es braucht Reaktion, es braucht Geschicklichkeit. Und so ist es eben auch ein Spiel. Und ich glaube, das ist das, was man da immer wieder nutzen kann, dass man so eine Motivation kriegt. Und dann braucht Elfi Groß für ein erfolgreiches Training vor allem Durchhaltewillen. Lebenslang. Genau. Die Motivation fast zum Trainieren. Ja. Ja, man sollte jeden Tag ein paar Übungen machen. Sollte man sich Zeit nehmen für das? Werden Sie es durchheben? Probier es. Bei Rüdiger Kaiser geht es technischer zu und her. Kreuz- und Brustbein werden mit Bewegungssensoren ausgestattet. Sein Rücken wird zum Joystick. Er bewegt sich und steuert so über die Sensoren eine Computerfigur auf dem Tablet. Patient Kaiser schwebt durch seine Trainingswelt, überwacht von Walter Ofrei. Der Sportmediziner ist zufrieden mit der Leistung Kaisers. Und alle.
Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das Grundlevel hat er sehr gut gemacht. Aber man merkt, sobald man dann mal rasch versucht auszuloten, wo, wenn man die Schwierigkeiten ein bisschen aufschraubt, wo er da steht, dann kommt er an sein Limit. Und das ist auch dort, wo er dann wieder trainieren muss. Rüdiger Kaiser hat Spaß am Rückentraining. Sein Spieltrieb wurde geweckt. Gute Voraussetzungen für das zukünftige Training zu Hause. Da haben wir einfach den Vorteil, dass wir eine direkte Selbstüberwachung haben. Also er hebt sich eigentlich den Spiegel ständig vor Augen und wird noch belohnt dafür, dass er das macht. Rüdiger Kaiser hat den Dreh raus. Tolle Leistung. Der Erfolg ist da. Und wirklich schweißtreibend sieht das Training ja auch nicht aus. Es macht Spaß und hängt natürlich immer davon ab, wie man Zeit hat und wie man motiviert ist dann daheim. Aber es ist mit Sicherheit was, was mehr motiviert, als jetzt einen Gymnastikball rauszuholen und dann schwierigere Übungen zu machen. Und ja, und schon versinkt Rüdiger Kaiser wieder in seiner animierten Trainingswelt. Schwungvoller geht es bei Rita Jehle zu und her. Seit ihrer Kindheit hat die 41-Jährige keinen Hula-Hoop-Reifen mehr um ihre Hüften kreisen lassen. Nach ersten Startschwierigkeiten läuft es bei ihr rund. Es macht Spaß, es macht aber auch das Raten. Wie fühlt sich der Rücken an? Beweglich. Also, man bewegt sich von zur Stütze bis zur Horspitze. Also habe ich das Gefühl, das geht wirklich durch Mark und Bein. Definitiv. Und das Training hat noch Steigerungspotenzial. Es wird kontinuierlich anspruchsvoller. Und eine Pirouette. Und fest mit dem Bauch. Boom! 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 Genau so. Und weiter. Paff! In die Stoße. Zack! Genau. Durch die kreisenden Bewegungen werden die Muskeln des gesamten Rumpfes trainiert. Ein bisschen drehen. Also. Drehen. Der Reifen von den Hüften. Am Oberkörper aufnehmen, brauche ich alle die ganzen Muskeln vom Bauch und Rücken, die Tiefen. Und eben am Anfang haben wir geredet über den Oberkörper, wo der Brustkorb, wo irgendwie ganz viele Muskeln hat, die wir gar nicht brauchen. Auch die werden trainiert. Jetzt, es ist nicht eine einfache Übung, aber wir üben. Das heisst, wir fangen an mit diesen Muskeln zu arbeiten. Denn Übung macht den Meister. Rita Jehle will den erlernten Schwung in ihren Alltag mitnehmen. Ja, neue Erfahrung. Ich glaube, ich werde morgen Muskelkater haben und irgendwelche Muskeln spüren, die ich bis jetzt noch nie gespürt habe oder mich nicht mehr daran erinnern. Denken Sie, Sie werden etwas weitermachen? Ich habe es vor, ja. Definitiv. Weil es ist etwas, was Spass macht. Und ich glaube, ich werde etwa so zwei, drei Ringe ausprobieren. Und schauen, meine Freundin oder Geschwister noch aktivieren können. Wird sicher gut tun. In der Gruppe vor allem. Ja, wer weiß, vielleicht klappt es ja. Das sind jetzt drei verschiedene Trainingsmethoden. Es gibt ja ein riesiges Angebot. Was zeichnet denn ein gutes Rückentraining aus? Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man mal sagt, es gibt nicht das Training, das für alle gut ist, oder? Man muss das ein bisschen herausfinden. Aber ich glaube, es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, die vorhanden sind. Und die haben wir gut gesehen in diesen Beiträgen. Das eine ist, die Muskulatur muss müde werden. Das zweite ist, so ein bisschen kompliziertere Bewegungen, wo mehrere Muskelgruppen und Bewegungsrichtungen zusammenkommen, die haben einen grösseren Effekt, als wenn man jetzt eine einzelne Muskelgruppe in dem Sinn trainiert, oder? Und die Regelmäßigkeit, klar, die bleibt. Das braucht gar nicht die verrückten Bewegungen, oder? Das sind eigentlich ganz kleine Bewegungen noch. Und wie sieht es jetzt mit anderen Sportarten aus? Es gibt Leute, die haben sonst ein Hobby. Schwimmen, sagt man, ist sehr gut für den Rücken. Was gibt es da sonst noch, was Sie empfehlen oder vielleicht auch ganz klar abraten davon? Also, es gibt einfach Sportarten, die schwieriger sind zum Betreiben, weil es mehr bessere Voraussetzungen braucht, von der Bewegung her, von der Kraft, die man schon mitbringen muss. Das ist alles, all das, was irgendwie viel Beschleunigung drin hat, wo vielleicht Schwerkraft wirkt, wenn man muss landen oder plötzliche unvorbereitete Bewegungen hat, wenn Gegner drin sind und so. Wenn man gut vorbereitet ist, geht das auch. Und sonst sind es halt die Sportarten, wo man halt wirklich auch die Muskulatur in die Ermüdung bringt, Regelmäßigkeit und lernt auch Bewegung zu kontrollieren. Die sind eher besser. Jetzt Schwimmen ist ein bisschen eine Sache, oder? Die einen
bei den einen ist das gut. Aber bei anderen ist gerade so, weil es die Überbeweglichkeit eher fördert, ist es gar nicht unbedingt so der beste Sport. Und manchmal sind sie dann frustriert, wenn sie denken, ich gehe schwimmen und wieso habe ich jetzt trotzdem Rückenweh? Und das hat doch einen Zusammenhang. Das ist also nicht bei allen gleich. Ja. Es sind sicher noch Haufen Fragen herum, darum bleiben Sie auch noch bei uns. Besten Dank schon mal für das Gespräch, Andreas Kriebstein. Sie bleiben im Expertenchat und Sie können heute Abend also noch bis um 11 Uhr mit Rückenspezialisten reden, sie befragen. Im Chat wie auch am Beratungstelefon auf 0848 00 23 23. Der Link im Expertenchat ist srf.ch/puls. Je häufiger man in der Sauna schwitzt, desto länger lebt er. Das wollen finnische Wissenschaftler herausgefunden haben. Sie untersuchten 2000 finnische Saunagänger über mehrere Jahre. Wer 2 bis 3 Mal pro Woche in die Sauna ging, hatte ein um 22% kleineres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, als jemand, der es nur einmal in die Sauna schaffte. Bei den täglichen Saunabesuchern verringerte sich das Herzinfarktrisiko sogar um 50%. Die Vermutung, der Gang in die Sauna wirkt sich positiv auf den Blutdruck und die Blutgefäße aus. Einen ähnlich guten Effekt auf die Gefäße ließ sich jetzt an über 25.000 Frauen und Männern beobachten, die regelmäßig Kaffee trinken. Wer täglich 3 bis 5 Tassen Kaffee trinkt, hat weniger Ablagerungen in den Arterien. Und auch hier gilt: Was genau dabei die Adern geschmeidig hält, können die Forscher nicht sagen. Nur, dass dabei die Dosis mitentscheidet. Kaffeeabstinenzler oder solche, die mehr als 5 Tassen pro Tag trinken, zeigen vermehrt Ablagerungen in den Arterien. 3 bis 5 Tassen Kaffee pro Tag scheint demzufolge die Zauberformel zu sein. Gesund leben ist einfacher mit einem gleichgesinnten Partner an der Seite. Das geht aus einer Studie mit über 3000 Ehepaaren und Partnerschaften hervor. Am deutlichsten zeigt sich der gemeinsame Erfolg beim Rauchstopp. Nur 8% der Männer gelingt es im Alleingang, mit dem Rauchen aufzuhören. Sagen sie dem Glimmstängel zusammen mit der Partnerin den Kampf an, steigert sich die Erfolgschance auf 48%. Auch beim Abnehmen und dem Vorsatz, mehr Sport zu treiben, sind Paare erfolgreicher als Einzelpersonen. Dabei ist die gemeinsame Aktivität ausschlaggebend für den Erfolg. Die Vorbildfunktion des Partners ist weniger wichtig. SRF bewegt. Das ist nicht nur heute so, sondern auch während der nächsten paar Monate. Sowohl das Fernsehen als auch das Radio und online wollen mehr Bewegung in den Alltag der Schweizerinnen und Schweizer bringen. Wir machen hier auch mit und möchten diese 6 Sportmuffel aufs Ramsen, auf Trab bringen. Das Ziel ist der Laufsportanlass Grand Prix von Bern Anfang Mai. Und die Ramser haben jetzt auch schon angefangen zu trainieren. Jeder hat einen individuellen Trainingsplan bekommen, aber so reibungslos ist es dann leider nicht gelaufen. Mindestens 3-mal pro Woche heißt es derzeit für unsere Sportmuffel aus Ramsen: Laufen, Walken, Rennen. Und das nach Trainingsplan. Allein oder in der Gruppe. Hauptsache bewegen. Zu Beginn sind sie kaum zu bremsen. Die Ramser sind auf den Geschmack gekommen. Einzelne sogar mit tierischer Hilfe. Golden Retriever Shadow etwa ist immer dabei. Und das Pony Monte spielt Zugpferd für Martina. Macht das besonders viel Spaß mit dem Ross? Ja, er zieht jetzt im Moment relativ fest, ist gut fit. Den mag ich auch eh noch. Als Zugpferd ist sicher auch die Fernsehkamera nicht zu unterschätzen. Und so rennen manche sogar mehr als vorgegeben. Das hat Folgen. Als erste erwischt es Daniela. Das Knie macht ihr Probleme. Die Treppen kommt sie kaum noch hoch. Ja, da und aber auch da hinten nur komisch weiss. Also mir tut es überall ein bisschen weh eigentlich. Aber vor allem hat es da wie so einen, wie einen Stich. Es sticht irgendwie und da hinten tut es mir einfach hinten nur ziehen. Und so bis ganz zu. Die ungewohnte Belastung war zu viel. Jetzt soll Teamarzt Thomas Kissling aus der Ferne helfen. Hallo, hoi Thomas. Hallo. Kannst du mir jetzt eine Erklärung geben, warum ist mein Knie jetzt so? Ich denke, es ist doch für dich ein,
ein schneller Einstieg zu einer grossen Leistung. Und das ist ja super, dass du das können machen. Und das führt dann halt dazu, dass die Bänder, die sich nicht so gewöhnt sind und Zähnen ansetzen, können sich entzünden. Das ist mit größter Wahrscheinlichkeit aus der Ferne diagnostiziert, ein Sehnenansatz, der dort entzündet ist. Und die Entzündung muss man jetzt einfach wegbringen und vielleicht das Training ein bisschen zurückfahren. Aber ich denke schon, du wirst das schaffen und das bringen wir schon an, wenn wir die Entzündung wegbringen. Ein leichtes Schmerzmittel und weniger trainieren, so das Rezept vom Teamarzt. Doch nicht nur bei Daniela hat das Training Spuren hinterlassen. Bei Nina schmerzt die linke Schulter neuerdings. Ob's vom Joggen kommt? Noch reicht ihr Wille. Nina, wie geht's dir? Ganz gut. Ich versuche die Schulter halt einfach, den Arm einfach hängen zu lassen, die Schulter nicht so zu beanspruchen, dann geht's ganz gut. Nina beißt noch auf die Zähne. Bei Daniela dagegen kommen sogar Begleithund Shadow erste Zweifel. Wie geht's jetzt? Ich höre auf, es bringt nichts. Weil der Thomas hat ja gesagt, ich soll schauen, dass ich nicht überstrapaziere. Und es tut einfach schon wieder sau weh. Es bringt nichts. Und der ist allweg auch froh. Der mag auch nicht so rennen. Frustriert das jetzt auch ein bisschen? Mega. Also, ich könnte eigentlich bleiben. Scheiss mega. Ein herber Rückschlag für die Laufanfängerin. Dasselbe bei Urban. Auch der Fitteste im Team bricht mitten im Training ab. Was ist? Ja, ich spüre die Zähne wieder und ich will nichts riskieren. Ich will lieber höre ich auf und gehe morgen oder übermorgen wieder. Bringt nichts, wenn ich jetzt so etwas durchstehe und dann reiss ich mir noch. Der Streckenrand wird zum Lazarett des Lauftreffs. Zwangspause für die Übereifrigen. Die Motivation ist bei allen so groß. Da haben wir immer mehr. Und jetzt war halt einfach ein bisschen zu viel am Anfang. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückfahren. Laufcoach Thomas Mullis ist übers Handy ständig informiert. Für ihn ist der Fall klar. Er muss handeln. Die ersten Wochen des Trainings sind vorbei. Es hat bereits meint, dass ein bisschen der Wade zwickt. Bei Daniela ist das Knie angeschwollen. Und jetzt macht es erst mal Sinn, richtige Massnahmen zu treffen, Anpassungen zu machen in diesen Plänen, falls jemand wirklich ein Problem hat, weil es vielleicht doch eine Spur zu intensiv ist. Mullis passt die Trainingspläne an. Ab sofort will er die Laufanfänger weniger belasten. Ich habe dem Team von Anfang an gesagt, jetzt müssen wir den ersten Moment Geduld haben. Ich habe nicht nach einer Woche schon Fortschritt gesehen. Kein optimaler Start für die Ramsa. Spaß am Sport sieht anders aus. Falsch belastet, dann. Bis zum Grand Prix von Bern bleiben aber noch ein paar Wochen. Mal sehen, ob es dann alle auf die Laufstrecke schaffen. Oder ob dann am Schluss alle zusammen flach liegen. Nein. Die machen, das glaube ich nicht. Die werden an dem Grand Prix teilnehmen, in irgendeiner Kategorie, und die schaffen das. Ich glaube, das Wichtige ist einfach das, was sie jetzt auch gemacht haben, dass man halt die Intensität zurücknimmt, aber dass sie regelmäßig dranbleiben sind. Und das ist auch Zuschauer, die zuschauen, vielleicht nicht so intensiv einsteigen, langsam anfangen, aber regelmäßig. Das ist das Allerwichtigste. Dranbleiben, danke, ja. Herr Kiesling. Ja, wenn Sie heute Abend noch Fragen haben zum Thema Rückenschmerzen, wir haben noch Rückenspezialisten bis um 11 Uhr bei uns, die erreichen Sie am Beratungstelefon auf 0848 00 23 oder auf unserer Internetseite im Expertenchat srf.ch/puls. Das Wirtschaftsmagazin «Eco» zeigt am späteren Abend in einer Reportage aus dem Iran, wie sich die Sanktionen auf den Fremdenverkehr auswirken. Und das 10 vor 10 zeigt jetzt gerade, wie Privatpersonen den gestrandeten Flüchtlingen in Italien helfen. Und wir befassen uns in einer Woche mit dem Thema Doppelkönn. Auch da gibt es einen Haufen Methoden, die helfen sollen. Nehmen wir natürlich genau unter die Lupe und freuen uns, wenn Sie auch mitschauen. In diesem Sinne, gute Woche, einen schönen Abend miteinander. Ade miteinander.